Versprochen hast du, du nimmst mich mit. Und nun muss ich es alleine tun. Mary, für dich geht doch das Leben erst dann. Nein, es ist aus. Mein Leben, was bist du? Na, wenn ich mir den Liebestod von der Hörbiger so anschaue, weiß nicht, soll ich gerührt sein oder angewidert? Es ist schon sehr pathetisch. Ich meine, ein großes Thema, oder? Das ist ja wirklich so, da, wie das dasteht. Die große, reine Liebe. Ist das auch was, das die ganze Geschichte so spannend macht? Warum ich das noch kenne, obwohl ich mit Habsburger nicht viel am Hut habe? Warum diese Geschichte so, weil die eben so noch ein Mysterium hat? Ja. Und mit jung, alt, da hast du und recht. Dann da hast du recht. Die Persönlichkeit. Na, ich glaube, das Mysterium ist wahnsinnig wichtig. Es steckt eine ungelöste Frage in dieser Liebesgeschichte. Vierter Gang. In der klassischen Menüfolge wären wir beim Fischgang. Also das war keine sehr intensive Beziehung. Woher weiß man dann über den emotionalen Zustand der Wetscherer? Was für Quellen gibt es zu ihren Emotionen? Zum Beispiel ihre Abschiedsbriefe. Da steht es da drinnen, dass sie den Kopf verloren haben und es sie die seine ist und so weiter. Das steht in diesen Abschiedsbriefen. Ein zeitloses Dokument einer sehr einseitigen Liebe. Es wird einmal der Kronprinz Rudolf gefragt, was er denn von der Wetscherer hält. Und er meint, ja, besonders hübsch ist sie eh nicht. Aber es rührt ihm diese Treue, diese bedingungslose Treue. Und das nützt Kronprinz Rudolf aus. Das muss man schon so in der Härte sagen. Und für sie ist es diese große Jugendliebe. Und sie schreibt auch, ich konnte der Liebe nicht entsagen und gehe mit ihm Liebe in den Tod. Vielleicht muss man den Begriff große Liebe korrigieren in Bezug auf schwärmerische Liebe. Es gibt ein berühmtes Datum, den 13. Jänner des Jahres 1889, da schreibt sie, jetzt bin ich zur Frau geworden. Was kann das anderes heißen, als dass sie eine sexuelle Vereinigung stattgefunden hat? Sie hat auch einen Ring dann getragen, wo dieses Datum eingetragen war. Und sie waren dann wirklich hörig. Man muss es, glaube ich, auch so auf den Punkt bringen. Da hat er gleich gedacht, dass er sich mit ihr umbringen möchte. Wissen Sie, ich glaube, wenn er merkt, wie dieses junge Mädchen für ihn schwärmt und jetzt da alles dran setzt, ihn zu verführen und so, dass er sich gedacht hat, das könnte die Richtige sein. Ich meine, das sage jetzt ich, aber so könnte es gewesen sein, dass er ihr den Vorschlag gemacht hat und ihr noch erklärt hat, warum er das tun will, weil er sie liebt, über alles, bis über den Tod hinaus und was weiß ich, was Männer da alles erzählen. Zwei Nächte vor der Bluttat hier in Meiling trifft sich Rudolf noch mit der Mizi Kasper. Wenn ich verliebt bin, gehe ich doch nicht zur Langzeitgeliebten. Die Frage ist, wie wird daraus dieses österreichische Romeo und Julia in der Populärkultur? Die ersten Romane, die entstanden sind, haben wir natürlich auch auf diesen Aspekt gesetzt. Wohl auch deshalb leichter möglich, weil die historischen Rahmenbedingungen nicht so bekannt waren. Es gibt ja, ich habe es gezählt, an die 33 Theorien, wie sie umgekommen sind, was die Gründe sind. Also ein unglaubliches Biotop. Weil man in dieser ganzen Geschichte eine romantische, tragische Liebesgeschichte vermutet. Also so würde ich das Ganze bezeichnen. Romantisch, tragisch und dann zumindest von ihrer Seite her Liebesgeschichte. Und sowas spricht das Volk an. Und diese Vorstellung, dass ein so junges Mädchen ihr Leben auf diesem Altar der Liebe opfert, ist Grund genug, daraus eine komplette Liebesgeschichte zu zimmern, auch wenn sie so im Narrativ, wie es Filme perpetuieren, nicht stimmt. Ich habe jetzt kurz eine Idee, ich weiß nicht, was du davon hältst. Und zwar, ich würde gern ein Gericht machen, wo ich mache das Gericht, dann schneide ich es in zwei Hälften. Mhm. Ja? Das heißt, du hast ein Gericht, ich würde einmal so sagen, die kitschige Liebe, wie man sie aus den Filmen kennt. Ja. Ja? Und auf der anderen dann die veränderte. Ja. Praktisch, wo ich sozusagen mit dem Gericht noch weitergehe und noch frühzeitig das extra abschmecke. Mhm. Wo ich noch ein bisschen Dinge dazugebe, die das Ganze differenzierter macht.
Ja. Und die gespiegelte Seite kriegt ihr was Bitteres. Bitter ist ja super, natürlich. Mit Bitter arbeiten ist immer. Ja. Das finde ich super. Die Liebesgeschichte. Risotto. Nicer Fisch. Beurre Blanc. Leberkäse. Roher Kohlrabi. Chicorée. Auf der linken Seite die reine Liebe. Weißer Fisch auf weißem Risotto mit Beurre Blanc und rohem Kohlrabi. Die fast unschuldige Geschichte aus der Populärkultur. Auf der rechten Seite dasselbe Gericht, jedoch mit dem Leberkäse als irritierendem Element und dem Chicorée als bittere Note. Zwei Versionen einer Liebe.